Haus wohnen wir seit einem Jahr und sind hier wohl bekannt. Doch stell dir vor, was ich soeben unter unserer Haustür fand. Es ist ein Brief von unserem Nachbarn, darin steht, wir müssen raus. Sie meinen, du und ich, wir passen nicht in diesen Ehrenwertehaus. Weil wir als Paar zusammenleben und noch immer ohne Trauschein sind. Hat man sich gestern hier getroffen und dann hat man abgestimmt. Die Gemeinschaft aller Mieter schreibt uns nun, ziehen Sie hier aus. Denn eine wilde Ehe, das passt nicht in diesen Ehrenwertehaus. Es haben alle unterschrieben, schau dir mal die lange Liste an. Die Frau von nebenan, die ihre Lüge nie für sich behalten kann. Vom Erdgeschoss täglich spielen wir sie jeden aus. Auch dieser Kerl, der seine Tochter schlägt, ist für dies ehrenwerte Haus. Und dann die Dicke, die den Hund verwöhnt, ihn jedoch die ein eigenes Kind vergisst. Der Alte, der uns stets erklärt, was hier im Haus verboten ist. Den vom ersten Stock, er schaut die ganze Zeit zum Fenster raus. Und er zeigt jedem an, wer mal falsch parkt vor diesem Ehrenwertenhaus. Der graue Don Johann, der starrt jedes Mal im Aufzug schamlos an. Die Witwe, die verhindert hat, dass sie ein Schwarzer einziehen kann. Von oben in der Kaufmann kommt die Titi Schlammort aus. Sie allen schämen für sich vor uns, denn dies ist ja ein ehrenwertes Haus. Wenn du mich fragst, die Sorgenei halte ich nicht länger aus. Wir packen unsere sieben Sachen und ziehen fort. Aus diesem Ehrenwertenhaus.